Mein Name ist Mohamed Umarov, ich bin 21 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus Tschetschenien, aus Gelmenchuk. Ich mache seit 3-4 Jahren so Boxen und ich habe einmal mit MMA-Handschuhe einen Kampf gehabt und das habe ich auch einstimmig gewonnen. Ich kämpfe bei TBL, also ich wollte schon mal bei TBL kämpfen, aber hat irgendwie nicht geklappt, weil Gegner haben abgesagt und so. Jetzt habe ich so eine große Chance bekommen, für Gürtel zu kämpfen, deswegen. Also ich will mit meinen Gegnern einen Kampf des Abends oder Kampf des Jahres zeigen und ich bin sehr motiviert. Das wird was. Ich will 5 Runden kämpfen. Abonniert unseren YouTube-Channel. Das ist wirklich unfassbar wichtig für uns. Ansonsten können wir nicht wachsen. Und zusammen mit euch wollen wir wirklich was ganz, ganz Großes bewirken. Und nochmal, blaue Ecke. 21 Jahre alt, 65 Kilo bringt er auf die Waage und sein Background ist Boxen. Er repräsentiert Tschetschenien und das ist ein TBL-Debüt. Wir rufen in die blaue Ecke. Magomed Tschetschen Mohammed Ali Umarov. Salam, ich bin der Biran. Ich kämpfe heute das 4. Mal bei TBL. Ich habe meine letzten 3 Kämpfe gewonnen und werde heute um den Titel kämpfen und den Sieg nach Hause holen. Ich habe bis jetzt sehr gute Gegner gehabt. Ich kann mich messen, wie weit ich, also was für Fortschritte ich mache in den Jahren, Monaten und bin auf neue Herausforderungen gespannt. Dass ich nicht kämpfe wie jeder andere, dass ich einen komplett anderen Stil habe, wahrscheinlich als jeder andere. Und ja, wer es verdient hat, um den Gürtel zu kämpfen gegen mich, der soll rantreten. Ich wünsche uns beiden nur Gesundheit und dass uns nichts vom Kampf passiert. Und sein Gegner. Er ist 19 Jahre alt, 65 Kilo schwer. Und sein Background ist Boxen. Er repräsentiert Türkei und sein TBL-Record ist 3-0 mit dem Bonus für Kampf des Abends und Bonus für K.O. des Abends. Lokalmatador aus Weiden, Biran, No Mercy, Kemikli. That is my woe. They ain't try me yet. Get your mind blown. When they throw shade, that's when I glow. I'm so ahead of y'all, that's a different time zone. Ooh, I gotta go. I've been working, told them please don't hit my phone. I'm in my zone, bruh, just leave me alone. Was on the road, but I swear I'm coming home. Now the drinks on me, I think we need a toast. See, I did it for me. Now my old friends calling, told them nothing's for free. Told me time is money, dog, swear I paid all my fees. I was starving for this game, now my fan, they can eat. Thought I told y'all that it's my woe. They ain't try me yet, get your mind blown. When they throw shade, that's when I glow. I'm so ahead of y'all, that's a different time zone. Facts. Oh, zurück sind wir ja zum Finale. 5 mal 2 Minuten. Und da scheint es wohl im Vorfeld schon leicht aufgeheizte Stimmung gegeben zu haben. Doch beide Sportler haben sich freundlich begrüßt. Das ist ein 5-Runden-Kampf und es geht um diesen Gürtel hier. Und wir sind gespannt, wie das Ganze hier ausgeht. Blaue Ecke etwas größer als der Lokalmatador in der roten Ecke. Ich habe munkeln hören, der Lokalmatador sei ein guter Boxtechniker. Schauen wir mal, wie er es schafft, als kleinere die Distanz zu überbrücken. Okay. Wir sind gehypt. Letzter Kampf des Abends. Biran Kemikli, rote Ecke, gegen Magomed Umarov, blaue Ecke. Let's go. Vorsichtiges Abtasten und Fintieren. Schauen wir, wer den ersten setzt, den Erstkontakt schafft. Beide über die Führhand. Blaue Ecke, Erfahrung aus mehreren Kampfsportarten, Kämpfe im MMA, Boxen, als auch im Kickboxen. Biran hingegen angefangen sehr schön Overhand als erster. Sehr guter Konter. Über die Führhand drüber geschlagen. Sehr guter Konter. Sehr schön zum Körper angeboxt. Variabel in der Höhe. Biran aktuell mit einer makellosen 3-0-Bilanz bei TBL. Hier der kleinere Kämpfer. So richtig will noch keiner den Antrieb übernehmen. Jeder versucht sich mal aus. Scheinen beide einen sehr großen Respekt voneinander zu haben. Ja, Risiko geht noch keiner von beiden ein. Du hast es gerade angesprochen, der Kampf geht 5 mal 2 Minuten. Das heißt, die müssen auch die Kräfte irgendwo etwas dosieren. Der rechte Haken ist drin! Das erste Mal drin. Und die blaue Ecke kommt aber zurück. Ah, da war er überrascht, dass er getroffen wurde. Okay, sehr, sehr, sehr guter Kampf. Halbdistanz scheint die rote Ecke sehr zu mögen. So. Biran weiter fokussiert. Beide geblieben. Noch ist nichts passiert. Nicht überpacen, sonst wird es gefährlich mit 5 Runden. So, gute Kopfbewegungen. Wichtig ist, dass die Hände oben bleiben. Und linker Haken ins Nirgendwo. Ah, das ist ein guter Jab, der hilft schon noch. Auf dem Weg nach vorne ein bisschen mit. Nicht nur einzelne Hände schlagen und reinspringen. Letzte Sekunde. Ui, schöner Abschluss von der roten Runde. In der Zeit drinne. Ja, zu stolz und unsportlich in der blauen Ecke. Diese kurze Reaktion mit dem Finger. So, zweite Runde startet. Leichte Vorteile für die rote Ecke. 2 deutliche Treffer mit der Schlaghand in der ersten Runde. Rote Ecke ist auch auf meinem Punktzettel mit 10-9 vorne. Okay, okay. Los geht's. Okay, 2 starke. Ja, Blau wird ein bisschen was machen müssen, wenn er das ausgleichen will. Aber befindet sich auch schon wieder langsam auf dem Rückweg. Biran fintiert, beschäftigt ihn permanent. Will mit den Finden Reaktionen hervorrufen und Lücken öffnen. Ja, 1, 2. Und rechte Hand. Beide relativ zuversichtlich. Ja. Kaum noch weg mit dem Kopf, kann aber gefährlich enden. So, die Hände oben lassen. Jawohl, wieder rechte die Konter ist wieder drin. Schön Level Change beim Anboxen und Nachsetzen. Beide auch hier sehr leichtfüßig unterwegs. Und die rechte wieder ins Leere. Sehr gut. Jetzt die blaue Ecke aus der Mitte heraus mit ein klein wenig mehr Druck über die Führhand. Man soll es mir nachsehen, wenn ich hier etwas parteiisch erscheine. Die rote Ecke ist hier aus unserer Kampfsportschule. Und der liegt ja. Beide mit einem guten Treffer. Beide mit schöner Übersicht. Okay, okay, sehr gut. Mehr Aktivität kommt hier deutlich aus der roten Ecke. Treibt er ihn jetzt langsam, aber sicher an den Ringseilen vor sich her. Blau immer wieder mit 1-2 vorbei. 1-2 immer wieder ins Leere. Ja. Und Biran treibt ihn mit den Finten nach hinten. Sehr schön, die Konter sind ins Leere gegangen. Da muss mehr kommen. Er stützt das Gewicht auf ihn ab, probiert das. Soll ihm Kraft kosten. Der Ringrichter geht aber gleich dazwischen, sehr entschlossen. Gleich reagiert und der linke Haken. Sehr schöner Konter zum Ende von Runde 2. So, zurück in Runde 3. Eigentlich das Ende der üblichen Distanz. Heute 5 Runden angesetzt. Die Halle bebt. Blaue Ecke hat jede Menge Fans am Start. Rot. Ja, das scheint nicht nur die rote Ecke Fans am Start zu haben. Ja, okay, du kannst recht haben. Du kannst recht haben. Beim Einlauf deutlich gehört, dass der nicht alleine da ist, der Gute. Aber am Ring ist er alleine. Und hier müsste er ein bisschen mehr machen. Fängt sich wieder die Overhand ein. Danach. Und er will den Biran nach unten drücken. Ja, das macht er die ganze Zeit, aber das führt nicht zum Erfolg. Leo Bönninger hat ein gutes Auge dafür und sieht, was geht und was nicht geht. Ich glaube, ich sehe eine kleine Öffnung bei Biran. Im Gesicht irgendwo sehe ich Blut rauskommen. Und Blau wird aktiver, Blau trifft. Blau ist jetzt auf der Jagd und probiert das wieder ein bisschen auszugleichen. Die ersten 2 Runden waren knapp weg. Aber beide sind hellwach. Biran hat ihn an den Seilen, muss was draus machen. Wir befinden uns wieder im Clinch. So. Jetzt blitzt ein bisschen hin und her. Biran ist mit den Maid-Bewegungen ein bisschen langsamer als in Runde 1 und 2. Mag daran liegen, dass er vielleicht nicht mehr so viel Luft hat. Ah, ich denke, da haben beide schon ein paar Federn gelassen heute in dem Match. Das ist sehr stark. Und das ist jetzt das dritte oder vierte Mal die Ermahnung, das Gegenüber nicht runterzuziehen. Schiri nimmt einen Timeout. Ich denke, das war hier die letzte Verwarnung. Als nächstes kommt ein Punkteabzug. Gehe ich schwer davon aus. Den kann er sich eigentlich nicht leisten, weil er schon 2 Runden hinten liegt. Schauen wir mal, ob er es besser macht über die Hände. Gewertet wird nach dem 10-Point-Must-System, bedeutet der Gewinner einer Runde 10 Punkte, der Verlierer einer Runde 9. Ja. Schön ins Leere laufen lassen. Fairer Abschluss der 3. Runde. Also ich persönlich könnte hier das erste Mal eine Runde an Blau geben. Man muss auch fair bleiben. Es ist jetzt die 4. Runde, also ihr seid die Zeugen der Champions Rounds. Applaus an beide Kämpfer. So, Start der Runde 4, sportliche Umarmung der beiden. Es scheint doch mehr Respekt zu herrschen als am Anfang. Schauen wir mal, was sie draus machen in sportlicher Hinsicht. 4. Runde, Championship Rounds. Christian, wie ist deine Wertung? Aktuell? 2-1 für Rot noch. Und aggressive Dreierkombination. Da mit wenig Übersicht dran. Der duckt sich zu tief ab. Er kann ja nicht sehen, wo er oben hinschlägt im Abschlussschlag. Der Rest ist gut. Ich denke, dass der jetzt nach vorne geht, der ein bisschen ruhiger bleibt und konzentrierter bleiben kann. Okay. Okay, Biran gut. Biran gut abgetaucht. Linker Haken ins Leere. Und jetzt wird zum variabel Körper. Zum Kopf und zum Körper gearbeitet. Ja. Saubere Boxkombination und Kopf, Körper und mit dem Haken nach vorne. Ah, Infight ohne Ergebnis. Infight. Entscheidend wird immer wieder sein, wer macht den ersten Schritt, wer setzt den ersten Treffer. Jawohl. Da ist ja wieder die Aktion. Er boxt dann wieder schön aus der Rückwärtsgang. Bilal versucht, über einen Halbdistanzhaken reinzuspringen. Oder einen Schlag und zum Körper zu setzen, um abzuschließen mit dem Haken. Linker Haken war drin. Und er muss mit Übersicht reingehen. Er braucht sich nicht wundern, wenn er gedrückt wird, wenn er zu tief abduckt und reingeht. So, Biran macht Druck. Biran muss nach vorne gehen. Biran muss jetzt was machen. Biran muss wieder Treffer setzen. Wilde Schlägerei. Wilder Schlag, Hake und die rechte ist drin. Abschluss war die rote Ecke drin. Und noch ein zweites Mal. Und er geht zum Boden! Und die abschließende Linke. Bringt die blaue Ecke zu Fall, wird angezählt. Kommt er wieder nach oben, er kommt nach oben. Ist klar, hat den Mundschutz aber rausgenommen. Gibt auf, er dreht sich weg, er duckt sich weg. Schauen wir, er gibt das auf. Sieht nicht so er aus. Er gibt auf, aber noch Kampf ist beendet. So ja, Glückwunsch an die Rothäge. Das war ein richtig, richtig guter Kampf. Du hast richtig alles gegeben. Bis zur 4. Runde war die Spannung voll da. Du hast dich umgedreht, der Kampfrichter hat gezählt. Du hast die Hände nicht hochgehoben bei 8, du hast dich nicht zurückgedreht. Deswegen hat er den Kampf abgebrochen. Sag ein paar Worte, allgemein, TBL, Gürtelkampf, deine Emotionen. So, Assalamu alaikum, Sam. Assalamu alaikum an alle. Ich bin nicht so eine, was ihr denkt, hier auf der Straße gefunden. Ich habe die 2 Monate hart trainiert und ich hätte hier bis 20 Runden gekämpft. Ich habe das wirklich nicht gehört, aber was soll ich sagen? Ich bin Tschetschener, ich kämpfe jeder weiter hier. Ich kämpfe hier bis zum letzten Tropfen. Maga, Urteil noch. Ah, okay, wir haben ein Urteil ganz vergessen. Aber dieser Kampf endet durch K.O. und somit Der neue und erste TBL-Champion ist Biran No Mercy Kemikli. Maga, du hast schon deine Worte gesagt. Und heute war ein Kämpfer da, der hat gesagt, der will unbedingt den Gürtel 65 Kilo haben. Der hat heute gewonnen durch K.O. Und meiner Meinung nach, um den Gürtel zu kämpfen, muss er erstmal dich schlagen. Was hältst du davon, wenn wir einen Kampf machen zwischen dir und ihm? Wenn du den gewinnst und dann noch einen Sieg machst, dann kannst du nochmal um den Gürtel kämpfen und dann nochmal dich beweisen. Was hältst du davon? Also Konstantin, ich sage dir was. Jeder hat mir gesagt, dass Biran sehr stark ist. Keiner, als ich hier kam, außer mein Ecker, hat mir keine Chance gegeben. Ich bin hier gekommen, um die Leute zu beweisen, dass ich ihn gewinnen kann. Also wie ihr seht, sein Gas so paar gut getroffen. Ne? Bin ich noch hübsch? Du bist immer... aber wir wissen, wenn ich 5 Runden weiterkämpft hätte, wäre das ein knapper Kampf gewesen. Gell? Das ist Bare Knuckle, hier kann ein Kampf, ein Schlag entscheiden, hier ist alles möglich. Ja. Ich hab die Leute bewiesen, dass ich Tschetschen Mohamed Ali bin. Applaus an Magomed Umarov, der hat richtig starken Kampf gezeigt. Biran, herzlichen Glückwunsch, du bist der Champ, du bist der erste TBL-Champion. Das ist dein Moment. Sag einfach alles, was du sagen willst. Ich bedanke mich natürlich bei jedem, der da war, zu Hause zu kämpfen. Ich glaube, da gibt es nichts Schöneres, wenn die Familie da ist, wenn Freunde da sind, wenn meine Freundin da ist, wenn meine Oma sogar da ist. Und ich hoffe, ich habe euch alle stolz gemacht, natürlich mich auch. Respekt an meinen Gegner, Maga. Eigentlich hätte ich nicht gerne gewollt, gegen einen muslimischen Jungen zu kämpfen. Ich weiß, wir hatten ein bisschen im Livestream, ein bisschen Beef, aber das gehört mal dazu. Nichts außer Bruderschaft zwischen uns, Bruder. Respekt. Ich danke meinen Sponsoren, die Deutsche Vermögensberatung in Weiden. Ohne die wäre ich jetzt auch nicht hier, ohne die Unterstützung von jedem. Ich bin nicht alleine, Kampfsport ist ein Einzelsport, aber außenrum, was keiner weiß, da können noch viele Leute dazu. Diesen Gürtel möchte ich gerne meinen Eltern geben, weil ohne die wäre ich auch nicht hier. Obwohl sie gegen Kampfsport sind, unterstützen sie mich überall und wo es geht. Deswegen würde ich den Gürtel gerne meinen Eltern geben.